schwarze Auge. Satinas Ketten. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Runde das schwarze Auge Satinas Ketten. Wir haben es endlich in die Magierakademie geschafft, nachdem wir ein Zugangsschreiben vom König bekommen haben. Und hier wollen wir jetzt mal gucken, was wir alles so hier erforschen können. Wir haben ja noch ein paar Gegenstände aus der Stadt dabei. Wir haben auch immer noch hier die blutige Mistgabel, den Tonkrug und das Rezept von, was haben wir aber, glaube ich, schon verwendet. Das war ja hier an dieser Flagge, war ja an der Stadtflagge waren ja dieser Bandzauber, Aufhebe, Zauber drauf. Jetzt gucken wir mal, was wir hier alles finden. Also wir haben hier ein Loch im Boden. Ein Loch im Boden, was nicht so tief geht. Ich würde sagen, da stecken wir einfach mal die Mistgabel. Passt rein. Nicht. Passte nicht. Das ist jetzt... Also ich war fast sicher, dass das passt. Ja, also da bin ich jetzt echt überrascht. Wir gucken uns mal den Götterkreis an. Der Kreis der 12 Götter. Der Kreis der 12 Götter. Was gehört dort hinein? Der Stab einer Sonnenuhr vielleicht? Der Stab einer Sonnenuhr. Wir müssten also wahrscheinlich die Mistgabel zerbrechen. So nicht. Um der alten Zeiten willen. Hihi. Und wieder reparieren. Das kann ich jetzt bis zur Erschöpfung wiederholen. Ja. Und ich habe auch gelesen, dass das ein... Um der alten Zeiten willen. Eine Errungenschaft gibt, wenn man das eine Zeit lang macht. Ich weiß nur nicht, wiederholen. Ich weiß nur nicht, wie oft wir das machen müssen. Vielleicht machen wir das zwischendurch ab und zu mal. Um der alten Zeiten willen. Klonk. Und wieder reparieren. Das kann ich jetzt bis zur Erschöpfung wiederholen. Wir müssen jetzt erstmal hier gucken, was wir noch so alles erkunden können. Was gibt es denn hier noch? Können wir die Fackel nehmen? Nee. Hier diese Glutdinger sind auf jeden Fall auch nicht zum Anwählen. Zugelnageltes Fenster. Wie willst du denn da hinkommen? So wie die Bretter angeschlagen sind, halten sie doch nicht einmal Tauben ab. Stimmt, das ist ziemlich nachlässig gemacht. So, was gibt's denn hier noch zu erkunden? Hier oben gibt es komische Aufbauten. Okay. Und wir können hier durch diese Tür reingehen. Hier sind anscheinend zwei Toiletten. Die wird anscheinend benutzt, die hier nicht. Ich würde sagen, hier wohnen nur Männer. Und die Damentoilette, die ist halt... Da. Anscheinend gibt es hier wenig Damen, ha? Was weiß ich. Komm, wir gehen mal hier rein. Ja, hier ist es schon mal ein bisschen warmer. Hier ist zwar immer noch Schnee zu sehen, aber hier ist noch ein bisschen warmer. War das gerade Schritte? Habe ich da gerade Schritte gehört? Da steht auch was an der Wand. Das kann ich aber nicht lesen. Nee, kann ich nicht lesen. Da gibt's eine Tür, durch die wir durchgehen können. Okay, oben stapft jemand rum. Da ist ein Wandteppich. Den Magiern sind wohl die Bretter zum Fensterzunageln ausgegangen. Okay. Ich glaube, das sind Zaubersprüche hier. Andergast Vivat, Andergast Crescat, Andergast Floriat. Aha. Warum können Magier nicht einfach in der gemeinen Sprache schreiben? Fatum est inscriptum. Irgendwas mit Entschlüsselung. Eus causa discimus. Aha. So. Jetzt kann man hier durchs Fenster rausgehen. Ich kann mir auch schon denken, warum wir durchs Fenster rausgehen können. Wir haben aber hier noch mehr Möglichkeiten. Ich weiß nicht, sollen wir jetzt erstmal hier draußen? Wir gucken uns erstmal diese Tür an. Hinter der Tür murmelt irgendjemand irgendetwas, aber ich verstehe kein Wort. Ganz kurz, wir machen einen kleinen Screenshot. So. Oder wir machen einen Screenshot, wenn er hier drüben steht. Das ist immer ganz wichtig. Man muss Screenshots machen. Sonst hat man die nachher bei den Folgen nicht. So, jetzt drücken wir mal auf die Tür, ob wir sie öffnen können. Und wir können sie nicht öffnen. Fest verriegelt. Ja, das habe ich nicht. Hallo? Hallo? Niemand macht auf. Hallo?
Hallo? Penny? So, wir gucken mal hier drüben, ob wir da reinkommen. Aber die sieht auch ziemlich zu aus. Ich bin überrascht. Geron, du lebst noch. Ja. Bei Satinavs ungetrübtem Blick. Ich war mir sicher, der Seher hätte dein Schicksal besiegelt. Nein. Der Rabe ist der Seher. Er hat Nuri. Aber ich war in ihrer Welt. Langsam, langsam. Eins nach dem anderen. Hier bist du vorerst sicher. Ah, und es gibt einen Dialog. Neuigkeiten des Feenforschers. Was gibt es Neues? Was willst du wissen? Ja, noch einmal. Ja, was wollen wir denn wissen? Erlebnisse des Feenforschers, Erkenntnisse des Seen. Ach, wir fangen einfach oben an. Wie ist es euch ergangen? Der Weg nach Andergast war beschwerlich. Vermaledeite Krähen und seelenlose Feenkreaturen. Aber schau her, ich lebe noch. Was ist mit eurem Bein? Ach, mich hat schon Schlimmeres gebissen. Soll ich dir von dem Feenzahn erzählen, den ich einst fand? Dafür habe ich jetzt leider keine Zeit, Giacomo. Doch, ich will das hören. Oh Mann. Habt ihr alles Wissen zusammengetragen, nachdem wir suchen? Tja, Magistra Dorota zufolge besitzt die Harfe große chaotische Macht, unbekannten Ursprungs. Sie scheint unzerstörbar und der Versuch, sie zu spielen, ist für Menschen tödlich. Ich habe das Gefühl, das ist kaum mehr als zum Anfang meiner Reise. Wisst ihr nicht noch mehr? Die Harfe ist nicht nur Quell der Krähenplage. Seit Nuri sie spielt, sendet sie uns einen nicht enden wollenden Krähensturm. Wenn ihr wirklich nicht mehr herausgefunden habt, müssen wir wissen, wo die Harfe ist. Das, hat die Magistra leider nicht verzeichnet. Es muss weitere Aufzeichnungen geben. Doch die Bibliothek ist groß und ungeordnet. Uns bleibt keine Zeit, Giacomo. Wir müssen jetzt schneller suchen. Und jetzt mal ganz ehrlich, was ist denn das für eine Karaffe? Ist das so eine 10-Liter-Karaffe oder was? Ja, falls ihr Durst habt, ich stelle euch mal die 10-Liter-Karaffe hier hin. Da könnt ihr euch so viel Wasser trinken, wie ihr wollt. Die Toilette ist ja jetzt wieder zugänglich. So, Warträume. Erzählt mir von diesen Warträumen, die Andergaster plagen. Der Wahnsinn grassiert. Düstere Bilder der Zukunft, die nur wenige ertragen. Wie kann man sich davor schützen? Nun, ich habe einfach seit Tagen nicht geschlafen. Das ist aber keine dauerhafte Lösung. Wieso sendet der Seher Warträume? Will er alle verrückt machen? Ich befürchte viel Schlimmeres. Er sammelt mit der Macht der Harfe alle Träume, um Satinav zu überlisten. Um aus allen Träumen die Wahrheit über die Zukunft zu erlangen. Er sagte, er will eine Katastrophe verhindern und selbst nicht sterben. Er muss seinen eigenen Tod gesehen haben. Er fordert das Schicksal selbst heraus. Indem er die Gesichter von Tausenden zusammenfügt, um zu wissen, was geschehen wird. Das ist doch verrückt, oder? Ist so etwas überhaupt möglich? Mich kümmern nicht seine Pläne, sondern seine Taten. Und diese bringen Tod und Verderben. Was mich an diesem Bild ein bisschen stört, also hier sind ja die Dimensionen in dem Bild, hier sind total falsch. Ja. Guck mal hier, dann ist hier der Malstil ist so ein bisschen verwaschen. Ja. Und Geron ist hier gestochen scharf dargestellt. Und diese Lupe ist ja auch viel zu groß. Naja, egal. Mich stört sowas. Wegen etwas anderem. Ja, genau. Überwinden des Albtraums. Seit dem Krähenangriff im königlichen Gemach hatte ich immer wieder diesen einen Traum. Von der Hinrichtung des Sehers. Krähen haben dich vom Seher träumen lassen? Sehr beunruhigend. Im Feenreich konnte ich diesen Traum endlich enträtseln. Auf dem Scheiterhaufen muss der Seher seine Seele in den Körper des Raben gerettet haben. Mit Hilfe eines verzauberten Reifs. Diesen fordert er jetzt vom König zurück. Das geheimnisvolle Artefakt des Seers, das damals aus der Asche geborgen wurde. Mhm. Und was hat denn Geron gerade Nasenbluten gehabt? Oder warum ist der so rot unter der Nase? Artefakt des Seers. Was wisst ihr über dieses Artefakt? Was genau interessiert dich? Alles. Einfach alles. Fang bei A an und hör bei Z auf. Ort des Artefaktes. Wisst ihr, wo dieses Artefakt heute ist? Keine Magie konnte den Reif berühren. Er ließ sich weder entzaubern noch zerstören. Deshalb sollte das Ding in der Akademie sicher verwahrt werden. Magister Eichwart hat es in Verwahrung genommen, als sich der Seher wieder offenbarte. Ich suche in der Bibliothek, ob es dazu noch Aufzeichnungen gibt. Nee, ich weiß, wo er ist. Ich weiß, wo der Reif ist. Wir haben ihn gesehen. Und zwar hängt er um den Vogelgott-Kopf in der Feenwelt. Der hat ihn umhängen an der Kette.
in riesengroß. Magister Eichwart. Eichwart. Wer ist Magister Eichwart? Die Vizespektabilität der Akademie. Hüter des Reifs des Sehers. Er hat sich seit Tagen in seiner Studienkammer eingeschlossen. Du findest die Kammer direkt neben der Treppe in der Halle. Doch er hat die Tür magisch verriegelt. Ich weiß nicht einmal, ob er überhaupt noch lebt. Ja, wahrscheinlich ist er reingegangen, hat einen Herzinfarkt gehabt und ja, liegt jetzt da. Und ihr habt ihn nicht gerettet. Seit Tagen nicht da. Warum guckt ihr nicht mal nach? Nochmal, Magister Eichwart. Wer ist Magister Eichwart? Die Vizespekt... Er hat sich seit Tagen in... Du findest die Kammer... Doch er hat die Tür... Okay, kommt nichts Neues. Seelentausch? Wisst ihr, wie ein Seelentausch möglich ist? Eine schwierige Frage. Zwischen Himmel und Welt verborgen? Bitte, Giacomo. Erklärt es mir so einfach wie möglich. Tja, also gut. Jedes Wesen besitzt neben seinem körperlichen Leib auch ein magisches Geflecht, den Astralleib. Darin, tief verborgen, so heißt es, sitzt unsere Seele. Mit machtvoller Magie mag es möglich sein, die Astralleiber zweier Wesen zu öffnen und ihre Seelen zu tauschen. Also will der Seher das Artefakt, um wieder einen menschlichen Körper zu haben? Das steht zu vermuten. Vielleicht sogar den des Königs. Was sagst du da? Ach, nur ein Gedanke. Noch ist der Seher im Rabenkörper gefangen. Wie hat Gwynling immer gesagt? Um einen Vogel zu fangen, brauchst du zwei Dinge. Das richtige Netz und den richtigen Köder. Warte, das ist gefährlich. Wieso? Wenn der Seher den Reif begehrt, wird er womöglich leichtsinnig. Oder wir spielen ihm das Artefakt erst in die Hände und verursachen selbst, was wir eigentlich verhindern wollten. Wem erzählt ihr das? Aber wir sind keine Sklaven der Zukunft und ich sehe keine Alternativen. Ich werde dieses Artefakt schon finden. Ich weiß, wo es ist. Anderes Thema. Wegen etwas anderem. Nuris Rettung. Ich muss Nuri retten. Solange sie die Harfe spielt, wird der Krähensturm des Seers nicht enden. Und bald ist auch sie hoffnungslos verloren. In Fabulons Namen, ich werde dir helfen mit allem, was ich weiß. Aber du wirst allein gehen müssen. Mein verletztes Bein hält dich nur auf. Artefakt des Seers. Was wisst ihr über dieses Artefakt? Was genau interessiert dich? Ach so, nee, das war ja das Gespräch. Wegen etwas anderem. Harfe der Traumweberin. In Nuris Welt habe ich die Harfe der Traumweberin entdeckt. Die Harfe der Traumweberin? Oh, ich darf nicht neidisch werden. Erzähl mir davon. Was bewirkte sie? Sie hilft, sich bösen Träumen zu stellen und diese zu überwinden. Aber der Königin brachte sie auch dunkle Träume. Dunkle Träume von der Zukunft. Bei Satinav, ich ahne Schreckliches. Die Harfe des Seers beschwört die Krähen herauf. Und diese bringen die dunklen Wahrträume unter uns Menschen. Finstere und gefährliche Feenmacht. Schatten umhüllen mein Lebenswerk. So, das war's. Bin gleich zurück. Ja, dann gucken wir uns mal um, was es hier noch gibt. Hier ist das magische Alphabet oder sowas. Ne? Hier sind wieder Tafeln. Warum können Magi nicht einfach in der gemeinen Sprache schreiben? Quid est veritas. Was ist Wahrheit? Keine Ahnung. Ist mir im Augenblick auch gleich. Sehr nachvollziehbar. Pro sapientia discere. Pro animum abstinere. Pro regnum mori. Für die Weisheit lernen, für den Geist sich enthalten, für das Königreich sterben. Ich sterbe lieber für Nuri. Wie wäre es denn, wir überleben stattdessen alle? Nee, das ist langweilig. Ne discere cessa. Höre nicht auf zu lernen. Tiefsinnig. Gut, was gibt es hier noch zu entdecken? Hier ist ein Tisch umgestürzt. Es gibt hier ein Zauberglas. Erstaunlich. Hinter diesem Zauberglas ist die ganze Welt viel größer. Ja, gut. Braucht ihr dieses magische Guckglas noch? Die Lupe? Im Augenblick nicht. Bring sie aber zurück. Die Handschrift der Magistra Dorota ist winzig. Nautas Nachforschungen scheinen sich besonders auf den Weinkeller der Akademie konzentriert zu haben. Das ist eine Weinkaraffe? Eine 10 Liter Weinkaraffe? Willst du mich verarschen? Eine 10 Liter Weinkaraffe? Also, Geron, die musst du mitnehmen. Das ist ganz wichtig. Ich nehme euch das weg. Ihr braucht einen klaren Geist. In vino veritas. Ja, sicher. Schreibt es auf und hängt es an die Wand.
Geron, hast du gut gemacht. Hoffentlich war noch was drin. So, wir gucken mal weiter, was es hier noch so gibt. Bla 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 bla. Giacomo Nauta. So, Bücherregale. Ars Magica, Historia, Geographia und Mathematica. Die Aufzeichnungen dazu liegen alle beim Feenforscher. Okay, Feenzauber. Ah, sieh an. Um dich vorm Zauber der Feen zu schützen, male ein Schweinsköpflein an deine Tür. Hätte ich das nur früher gewusst. Okay, Schweinsköpflein, merken wir uns. Vielleicht finde ich hier noch etwas zur Harfe des Seers. Spar dir die Mühe. Ich habe das ganze Regal durchwühlt. Magistra Dorota hat nichts weiter hinterlassen. Dorota ist übrigens ein blöder Name. Hier steht etwas über Seelenwanderung. Von finsteren Druiden wird gemunkelt, dass sie ihr Seel mit einem Tier zu tauschen vermöchten oder einem anderen Menschen gar. Da wandeln sie dann von Seel zu Seel und leben sogar viele Jahre. So lang, als bis ihr eigen Seel zum Namenlosen fährt. Auch manchem Feenvolk sagt man nach, dass sie solch Zauber sprechen. Nur tun sie's rein zum Spaße und treiben miteinander so ein lustig Spiel. Ja, okay, Historia. Andergast. Weshalb Andergast obsiegen wird. Andergast erstrahle. König Efferdan. Efferdan der Erste. Hier ist die Geschichte, wie er vor 13 Jahren mit den Helden auszog, um den Seher zu besiegen. Aber auf der Reise wurde er verletzt und musste zurückbleiben. Was? Wieso musste er zurückbleiben? Lies mal weiter, das ist wichtig. Efferdan, der hier ist die Geschichte, aber auf der Reise wurde er verletzt. Okay, er musste zurückbleiben. Das merken wir uns auch mal. Nostria. Der 13. Krieg gegen Nostria? Der 14. Krieg gegen Nostria? So viel Zeit habe ich nicht. Das war spannend. Der Seher von Andergast. Eine Notiz zum Seher. Bedauerlich ist sein Feuertod angesichts der versäumten magischen Observation. Wie erlangte er sein Wissen über die Zukunft? War er ein Druide oder gar Hexer? Schien er sich zugleich doch auch feischer Zaubermacht zu bedienen. Die Untersuchung seiner Überreste blieb ergebnislos. Sie verlief sozusagen in der Asche. So, Geographia. Andergast. Hunderte von Büchern über Andergast und eines über Nostria. Feenwelt. Über Feenwelten. Gar merkwürdig anzusehen sind die Wesen der Anderswelten, von denen man oft nicht eindeutig ersehen kann, ob sie nun Zweibeiner, Tier oder Pflanze sind oder Einsiedlernasen. Genau, Nostria. Über Nostria. Flach und hässlich. Wie eine Scholle ist das Königreich Nostria. In modrigen Tümpeln angelt der gemeine Nostriake dort nach seinen Salzarelen. Das weiß ich doch alles schon. Genau. Zurück. So, Mathematica. Mathematik. Viele Krähen ergeben einen Schwarm. Mehr muss ich dazu nicht wissen. Das war jetzt das wichtigste Thema. Mann, Ende. Was anderes? Mal kurz gucken, dass wir hier nichts vergessen. Eventuell kann man ja hier noch irgendwie was finden, wenn wir jetzt hier genau alles abgucken. Gucken wir mal, ob sich dann das Bücherregal ändert. Vielleicht ist da irgendwo was versteckt noch. Irgendwelche geheimen Gegenstände. Da kommen wir aber immer wieder hier hin.
Das ist der Giacomo. Ja, wir sind, glaube ich, alles durchgegangen, oder? Ja, Mann. Dann würde ich sagen... gehen wir wieder raus. So, mach mal die Tür wieder zu, dass wir was sehen. Hier sind noch zwei Tafeln, aber die können wir nicht anklicken, weil dann immer der Pfeil nach unten geht. So, wie können wir jetzt eigentlich nach hier hinten irgendwie? Geht's da weiter? Ne. Können wir nach da hinten gehen? Dann gehen wir mal hier raus. Jetzt sind wir oben drauf. So, hier können wir jetzt uns mal umschauen. Wir könnten mal hier so durch das zugenagelte Fenster schauen. Ja. Nein, ich will da mal genauer gucken. Krokodil, da oben schwebt der, da oben schwebt eine Krähe. Unten sitzt ein Magier. Da ist noch eine Krähe. Insgesamt, das geht so schnell. Zwei Krähen sind da. Ja, zwei Krähen. Mhm. Können wir vielleicht mit dem Messer die... Viel zu klein, um das Fenster aufzubrechen. Okay, dann versuchen wir es da einfach mit der Mistgabel. Hier sind halt Krähen da. Ungeheuer. Hoffentlich werden wir von dem Ungeheuer nicht angegriffen. Erstmal gucken, ob wir hier hinten was aufsammeln können. Wir gucken uns das Ungeheuer mal an. Tot, hoffe ich jedenfalls. Ist das ein junger Höhlendrache? Ach, es wird schon seine Richtigkeit damit haben. Es ist ein Krokodil. So, Notizen. Hier steht etwas. Über den Käfig des Asmodeus. Was immer hineingetan wird, kann nie mehr herausgenommen werden. Außer vom Meister Asmodeus höchst selbst. Hm. Aber Meister Asmodeus ist schon seit Jahren tot. Das ist gut. Eos causa discimus. Eos causa discimus. Er hat alles mit diesem Spruch vollgekritzelt. Eos causa discimus. Ja, genau. Eos causa discimus. Eos causa discimus. So. Hier gibt's noch eine Schrifttafel. Sind das Zauberformeln? Eos causa discimus. Quod dei bene vertant. Die Götter werden dir nicht mehr helfen. Was? Eos causa discimus. Sind das Zauberformeln? Ach, ich bin aus Versehen drauf gekommen. Quod dei bene vertant. Die Götter werden dir nicht mehr helfen. Was? Deus causa discimus. Ja, Deus causa discimus. Deus causa discimus. Deus causa discimus. Ja. Deus causa discimus. So. Er hat die Tür verrammelt hier mit diesem komischen Ding. Und außerdem hat er hier alles verwüstet. Hm. Was haben wir denn jetzt eigentlich gekriegt hier? Habe nie verstanden, warum sich Zauberer freiwillig diese unförmigen Trichter auf den Kopf setzen. Schützt vor Regen. Hier, willst du was trinken? Eos causa discimus. Eos causa discimus. Nee, Wein. Es ist Wein. Magister Eichwart, was ist mit euch? All die Gesichter. Tausende Splitter. Hier sind... Bewahre meinen Geist! Eos causa discimus! Eos causa discimus! Das ist ein bisschen einsäbig, der Typ, oder? Lasst uns mal den Magier etwas genauer machen. Eos causa discimus! Eos causa discimus! Nein, was soll das auch bringen? Gut, was haben wir denn hier noch? Das ist der Magier... der soll ja irgendwo den Reif hier haben. Aber ich weiß ja, wo der Reif ist. Der ist in der Feenwelt.
und hängt um den Gott des... um den Vogelgott. So. Was haben wir denn hier noch? Was können wir denn hier noch machen? Ja, ich würde sagen, wir gucken uns in der nächsten Folge nochmal an, ob wir hier was vergessen haben. Bis dahin sage ich erstmal tschüss, macht's gut und ich hoffe, dass euch die heutige Folge gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, dann guckt doch morgen wieder rein. Tschüss, macht's gut.